Im Moment habe ich keine Star Wars Kunden, sondern normale Kunden, aber ich lasse mich jetzt nicht abhalten, solche Zwischensachen zu machen. Habe ich ja lange Zeit mit angefangen, mit diesen Uncut-Videoclips während der Arbeitszeit. Also wie gesagt, wir haben ja halt auch die Dekoration Star Wars, und wenn dann die Kunden reinkommen, mit Star Wars macht es ja richtig gut Laune, und wenn die normalen Kunden kommen, lasse ich mir die Laune in mir mit Star Wars, wie soll ich erklären, ich lasse es einfach raus. Ich hatte nämlich die Idee, und die habe ich immer noch, da ist er, na, also der Imperator. Der Imperator kommt also angeblich zurück, ja? Oder er hat tierisch gelacht. Also Anakin Skywalker hat nicht gelacht und Luke Skywalker hat auch nicht gelacht. Es war seine Lache, wie er gelacht hat, wie er immer gelacht hat. Also der Imperator hat gelacht, und der Aufstieg der Skywalker, sage ich jetzt einfach mal, Anakin Skywalker, Luke Skywalker, wenn wir fair sind, Leia Skywalker genannt, auch Solo, ne, und so weiter, ist auch aufgestiegen, auch wenn man sie da noch irgendwie eingearbeitet hat. Mal schauen, was die sich da haben wirklich einfallen lassen. Die Vision von Rey, wie sie da hoch, und sie soll ja auf ihren eigenen Feind achten, und der eigene Feind ist ja meistens in sich selbst. Wir sind ja an sich immer unsere eigenen Feinde. Na, also wie gesagt, hier Palpatine, Schrägstrich der Imperator, ist halt derjenige, welche, der sicherlich auch irgendwie erwacht ist, ja, weil die Macht ist ja erwacht. Teil 7, Teil 8, da ist ein bisschen merkwürdig mit der Macht, die da erwacht ist. Und die Suche auf Luke, der dann auch noch gegangen, und also es war, also ich verstehe, also ich habe mich jetzt wirklich damit auseinandergesetzt, ich habe mir wirklich angesehen, ich habe mir die amerikanischen Sachen angesehen, ich habe die Argumentation der amerikanischen Podcasts, der amerikanischen, die was irgendwie zu sagen, weil denen zugehört wird, wer also 1,9 Millionen Zuschauer hat, dem wird schon zugehört, und der 1 Million Klicks hat, bestimmt auch, muss ja einen Grund haben, dass er, also wie gesagt, einige dieser Podcasts, US, waren unterwegs. Zero, der auch ziemlich viel spricht, hat ja auch einige Sachen gesagt. Und wir haben ja hier in Österreich auch jemand, der da Old Republic und all die Figuren, auch Palpatine bzw. den Imperator, wer er wirklich sein könnte. Er sprach ja zu Anakin, dass er jemanden kannte, der den Tod besiegen konnte und so weiter und so fort, dass man ihn jetzt hier vielleicht kommen lässt, keine Ahnung, wüsste ich jetzt auch nicht warum. Ja, okay, wenn er einen kannte, der den Tod besiegte, könnte sein, dass er selbst war, der das konnte. Einige wollen ja unbedingt in Snoke ihn hineinplantieren, dass er den Wirtskörper irgendwie genommen hat. Ich weiß nicht, Snoke, ich gehe davon aus, dass Snoke ein Unfall war, ein dramaturgischer Unfall, der da irgendwie eingeschrieben, und Kennedy hat ja gesagt, deswegen regen sich ja die Podcaster in den amerikanischen Fernsehen bzw. YouTube-Kanälen auf und sagen, dass Kennedy ziemlich viel kaputt macht und dass die an sich, ne, und so weiter. Aber sie hat einen 10-Jahres-Vertrag, die wird also noch 10 Jahre dabei bleiben. Die Schauspieler haben einiges gesagt über ihre Filme und ups, irgendwie rausgerutscht. Wie gesagt, auch der Schauspieler selbst, der den Imperator darstellt, sprach ja an sich, Joke, ich habe einfach Joke gemacht, ja, also Gebälge, also macht nochmal und so. Ja, man kann, wir können nur noch philosophieren, es ist mit der Philosophie langsam zu Ende. Wir haben jetzt die österlichen Tage, da haben wir richtig Zeit, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. Man kann also schon mit dem Donnerstagabend anfangen, seinem Hobby frönen.
wer sein Hobby frönen kann, Star Wars, kann dann nochmal in Google, in YouTube ein und rein und schauen. Samstag kommt sicherlich die 7-minütige Show, The Star Wars Show, die beste, die im Internet so läuft, als YouTube-Kanal für Star Wars aus Kalifornien, aus dem Headquarter von Star Wars. Da kommen ja die ganzen Zeichensachen her, auch die anderen Zeichensachen kommen daher. Die werden von dort aus produziert. So, The Star Wars Show hat uns einiges gebracht. Fast eine Woche, wenn wir ehrlich sind. Ne? Also ist ja jetzt eine Woche zu Ende. Ne? Ja. Hat also da Donnerstagabend so langsam angefangen von diesen sogenannten Podcastlern, die dann schon den Eingang und das alles gezeigt, das Banner gezeigt haben und so weiter und so fort. Und dann ging es ja Freitag so richtig los und Samstag, Sonntag, Montag nochmal so richtig. Ja, und jetzt haben wir schon wieder Freitag. Ja, ist halt so, also eine ganze Woche, also so schnell wie diese Woche, ist ja schon lang keine Woche mehr umgegangen. Und dann mit dem Thema Star Wars. Ja. Ich bin jetzt ganz ehrlich, diesen Teaser kann ich mir nicht mehr so anschauen. Ich habe mir zu sehr angeschaut. Ich kann da also nichts Weltbewegendes finden. Ich kann jetzt philosophieren, ich kann Scarabs reindenken, dass sie fliehen vor jemandem, ist klar. Der eine fragte, wo ist R2-D2? Ja, R2-D2 scheint ja wohl ausgewechselt worden zu sein mit dieser Art von Ente. Also wie der eingerollt ist, war da kein Hype. Also BBA ist angenommen worden, BBA macht auch Spaß. BBA ist auch zigmal verkauft worden, BBA ist auch zigmal bei der Figur dabei, bei Ray. Aber diese, ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, in welcher Größe die da erscheinen wird. Und einige haben ja im 3D-Drucker die schon ratzfatz nachgebastelt oder nachgebaut, ist ja auch nichts bei, ein Rad, ein Gestänge dran und dann ehemaligen Föhn, nee, Föhn nicht, aber so ein Licht oder so, eine Lampe. Hallo, Morgen.